Liebe Schwandorferinnen und Schwandorfer, der Coronavirus beschäftigt uns alle und bedeutet einschneidende Auswirkungen in all unseren Lebensbereichen. Die letzten Tage habe ich noch zu einigen Themen, die mir für die Zukunft unserer Heimat Schwandorf wichtig sind, meine Standpunkte erläutert. Weitere neue Maßnahmen im Wahlkampf werden nicht mehr erfolgen. Vieles, was uns bislang als selbstverständlich erschien, ist plötzlich etwas Besonderes, Wertvolles. Ich danke ganz herzlich allen, die sich in vielen Bereichen hilfreich einbringen. Seien es private Initiativen zur Nachbarschaftshilfe oder Informationszusammenstellungen, die organisiert werden, oder auch den Burschenvereinen und den Feuerwehren, die in den Ortsteilen Einkaufshilfen anbieten. Mein Dank gilt aber insbesondere Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, die Sie die notwendigen Verhaltensregeln einhalten, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Unsere örtlichen Betriebe, Geschäfte, Cafés und Restaurants leiden unter den notwendigen Beschränkungen. Der Geschäftsbetrieb ist weitgehend eingestellt, Umsätze brechen weg, die Kosten laufen weiter. Für viele wird es zu existenzbedrohenden Situationen kommen. Ich bitte Sie daher in dieser für uns alle schwierige Zeit, nutzen Sie die Möglichkeit des Einkaufs, den Ihnen unsere örtlichen Betriebe, Geschäfte, Cafés und Restaurants anbieten, sei es die Bestellung und Selbstabholung oder Lieferung nach Hause. Die Geschäfte zur Versorgung des täglichen Bedarfs haben weiter geöffnet. Die Zeit nach der Corona-Pandemie wird viele Herausforderungen mit sich bringen. Damit aber unsere Betriebe, Geschäfte, Cafés und Restaurants die Zeit bis dahin überstehen, brauchen sie jetzt unsere Unterstützung. Auch für unsere Verwaltung wird vieles nicht mehr sein wie vorher. Es braucht daher einer starken Führung des Rathauses, die sich mit aller Kraft für die Stadt einsetzt, alles erfasst, ordnet und leitet. Wir dürfen dankbar sein für das, was wir in dieser schweren Zeit haben und was uns verbindet. Dafür sollten wir allen Beteiligten für den Dienst für unsere Heimat Schwandorf dankbar sein. Ich wünsche mir, dass diese Dankbarkeit auch über die Krise hinaus lange anhalten wird. Ihr Kurt Mischaller.